So, Geld nehme ich natürlich mit. Ich weiß nicht, was mir das gerade gebracht hat, weil es gab wieder mal kein Geld. Und die Notiz lesen. Arks letzte Wacht untersuchen. Ach du Schande. Ich habe gerade Schwierigkeitsstufe 3 gesehen. Mit 3 Sternen, das war mir irgendwie klar. Schreitet wohl, Max Schönenblutes. Gemäß unserer Vereinbarung gewähren wir euch als Dank für eure Feldarbeit einen Unterschlupf in unserer Scheune nahe Ark. Sobald der Winter hereinbricht, könntet ihr einen Platz in Arks letzter Wache in der Nähe der Bauernküste finden. Es handelt sich um einen aufgegebenen Außenposten des Heiligen Ordens, der errichtet wurde, um den Bergpass zur Bauernküste gegen Eindringlinge aus Thalgard abzuwehren. Er wird aber seit Jahren nicht mehr vom Orden genutzt. Gezeichnet Familie H. Soll ich das jetzt hier liegen lassen oder nehme ich sie mit? Komm, wir nehmen sie mit. Warum soll ich die Notiz nicht mitnehmen? Aber es war mir ja irgendwie klar, dass keiner hier ist. Und dass vor allen Dingen der Schwierigkeitsgrad noch immens ansteigt. Ich fand einen Hinweis, der auf Arks letzte Wacht als Versteck hindeutet. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, wo wäre das? Halleluja, da ganz hinten und Schwierigkeitsstufe, die ich wahrscheinlich im Moment noch nicht bewerkstelligen kann. Deswegen werden wir uns jetzt um was anderes kümmern. Aber das wollte ich halt erstmal machen. Wir könnten... Wie viel Traglast habe ich eigentlich? Ich hätte noch ein bisschen Platz und ich habe ja auch noch ein paar Eispranken. Eispranke. Ich sagte Eispranke. Da, 3 Stück. So, gucken wir mal da unten drauf. 82. 83. Sehr schön. Wer kommt denn da? Hallo? Reisende. Hallo. Die bewegt ihren Mund noch. Das ist ja toll. Ihr seid doch sicher viel rumgekommen. Habt ihr irgendwas gehört, was für einen Abenteurer nützlich sein könnte? Abenteurer? Das kommt drauf an, wie wagemutig ihr seid. So ein alter Kauz im Roten Ochsen hat mir mal erzählt, dass es angeblich einen Brunnen im alten Nordwinddorf gibt, der spricht. Wegelose Magie angeblich. Ich habe keine Lust, als Wolfsfutter zu enden und konnte deshalb noch nicht nachsehen, ob was dran ist. Aber vielleicht habt ihr ja mehr Glück. Okay, sie hat uns also quasi den Hinweis für die Brunnen gegeben. Und ich bin der Meinung, das hatte ich ja hier schon gemacht. Genau, also zumindest haben wir welche gefunden. Habt ihr vielleicht etwas zum Tauschen da? Zum Tauschen? Ich schätze, das kommt darauf an, was ihr braucht. So, jetzt kann ich mit ihr handeln. Das ist ja schon mal sehr schön. Expertenbuch? Wird das gerade richtig gesehen? Boah. Die kosten auch eine Menge Geld. Das sehe ich schon mal. Sie hat nur 75 Taler. Das ist natürlich nicht so toll. Die alte Robe. Die schmeiße ich hier raus. Die braucht kein Mensch. Also wir zumindest nicht. Den Becher, der macht ein bisschen Gewicht. Der bringt auch null. Deswegen gebe ich ihr den. So. Edle Schuhe. Die bringen 10. Gebe ich ihr auch. Was habe ich noch? Eisendolch. Bringt 3. Oder den Kle... Hier, eigentlich könnte ich diese Zweihandwaffe auch weggeben. Weg damit. Die hier, die bringt viel zu viel. So viel Geld hat sie nicht. Was ist denn das? Feine Armbinden. Die muss ich mir umlegen. Feiner Hut. Ach so, das ist hier von dem... Von dem... Die Kleidung, die war ja von... Ja, die, wie wir bekommen haben. Gebratener Lachs. Lederhandschuhe mit Mana-Regenerierung. Das lassen wir mal. Das lassen wir auch. Kettenstiefel. Die habe ich auch gar nicht mehr an. Deswegen weg damit. Ja, Jasper hat uns doch solche Sachen gegeben. Waren da auch die feinen... Diese feinen Sachen dabei? Ich glaube nicht. Ich war jedenfalls das hier. Das kann weg. Genauso wie die Amphore. Der Kelch. Wir werden langsam immer leichter. Der Lederschild kann auch weg.
Und ich habe so viele Tränke. Hier, Morscher Langbogen kann weg. Rattenhaut, naja, nicht unbedingt. Äpfel habe ich hier auch noch eine ganze Menge. Schockschutztrank. Stahlschwert brauche ich auf jeden Fall noch. Verstärkter Lederschild. Hat 10 Rüstung. Könnte ich theoretisch auch verkaufen. Den werde ich bestimmt noch ein paar Mal finden. Und jetzt habe ich hier ganz viele Weinsorten. Und die sind alle unterschiedlich viel wert. Ich werde sie mal alle versuchen zu verkaufen. Okay. Jetzt hat sie nur noch einen Groschen. Und ich glaube, den kriege ich mit der Tomate. So. Tut euch einen Gefallen und bleibt auf den Straßen. Achso, Moment. Schreitet wohl. Vielleicht. Ich muss mal gucken, was sie sonst noch so hat. Eigentlich nur meine Sachen, die ich ihr gegeben habe. Und sonst hat sie hier halt so ein paar Bücher. Lehrlingsbuch Einhandkampf. Das sollten wir vielleicht mal nehmen. Nee, ein Buch. Also ein Buch würde ja reichen. Dann hat sie auch wieder 83. Dann könnte ich theoretisch hier noch weiter ausmisten. Hier Fleisch. Weg damit. Königsmiet. Kann eigentlich auch weg. Ich habe so viel zu essen hier drin, ne? Die Sachen könnte ich eigentlich noch... Muss ich noch da behalten? Dann habe ich hier so ein paar Bücher. Eisenaxt. Flammenstoß. Die Stäbe benutze ich eh nicht. Und ein Flammenstoß, der 5 Schaden pro Sekunde verursachtet. Brennende Ziele allein mehr Schaden. Weg damit. Den brauche ich nicht. Ich habe auch so viele Langbögen. Kann ich auch alle verkaufen. So, was habe ich denn hier noch, was weg kann? Ein Quell des Lichts, das Zielort für 60 Sekunden erhält. Den könnte ich ja eigentlich noch behalten. Was haben wir hier? Blitze, die 5 Punkte Blitzschaden und halb so viel Mana-Schaden pro Sekunde verursachen. Der wird auch relativ schnell leer sein. Aber ich sehe hier gerade Stab von Susanne. Ach, das war ja das, wo wir da unten in diesem genialen Areal waren. Wir sind auch schon schön leicht geworden. Feiner Hut kann auch weg. Was passt wohl besser? Ich glaube, eigentlich würde der Lederschutz besser passen, ne? Verschlissene Robe? Behalten wir mal. So, und dann habe ich hier 1000 Tränke. Krankheitsheiltrank. Krankheitstrank. Was? Krankheitsheiltrank. Meine Güte. Ich kann heute nicht lesen. Aber konntest du schon mal lesen? Was? So. Taschendieb ist 10% einfacher für 60 Sekunden. Ich könnte hier die Mana-Tränke brauche ich alle. Das Problem ist immer, ich gehe immer davon aus, dass ich diese Tränke irgendwann mal brauche. Hier, Feuergift, das kann eigentlich weg. So, Anfälligkeit für Magie kann auch weg. Ambrosia muss ich behalten. Ich weiß nicht, hat die vielleicht Ambrosia zu verkaufen? Ja, hat sie. Alter, 208. Nö. Tut euch einen Gefallen. So. Huch. Okay, dann haben wir das erstmal geschafft. Ich will mich hier trotzdem noch mal ein bisschen umgucken. Weil es kann ja sein. Okay, hier kann ich das Mühlenrad bewegen. Was mir das allerdings bringt, ich weiß es nicht. Gibt es denn hier vielleicht noch was? Hier kann ich Weizen tatsächlich ernten. Okay. Und hier habe ich... Hier könnte ich schmieden. Ich will mal gucken, kann ich denn was bauen? Ich glaube, ich habe nämlich nichts mehr. Wow. Meine Skills sind schon mal ein bisschen legendärer geworden. Ich kann hier bestimmt Ledersachen machen, genau. Braunbärpelz, da könnte ich 3 Lederhaut... Also könnte ich so viel daraus machen. Beim Fuchspelz auch. So. Jetzt könnt ihr noch Lederstreifen machen. Ich mache mir mal einen.
So. Ich bin mal gespannt, ob ich irgendwas habe. Ich weiß es nämlich gerade ehrlich gesagt nicht. Jetzt habe ich bestimmt mein Inventar wieder voll zugemüllt. Eisenschild, da bräuchte ich einen Eisenbarren für. Ist das dann Eisenbarren? Quecksilberbarren. Mitnehmen. Schleifstein. Oder ein Schärfstein, wie er hier heißt. Wenn ich mein Schwert verbessere, dann macht er 8 Schaden pro Schlag. Genauso ist das mit dem Stahlstreitkolben. Aber dafür brauche ich erstmal Stahlbarren. Und dadurch, dass ich alles abgelegt habe, habe ich natürlich nichts mehr dabei. Ich erinnere mich nämlich jetzt gerade wieder. Verdammt. Egal. Ich denke mal, das wird nicht so schlimm sein. So, jetzt könnte ich da hochlaufen. Ich gehe jetzt aber mal... Achso, den habe ich ja vernichtet. Jetzt gehen wir da am besten mal in dieses... Ja, in diese Gruft rein. Weil ich jetzt einfach mal neugierig bin, was da drinne war. Beziehungsweise, was da drinne ist. Ich war ja noch nicht drin. Die macht hier die Türen auf und macht sie nicht wieder zu. Die kennt hier aber echt die Totenruhe nicht. Man macht beim Friedhof immer die Tür zu. So. Dann wollen wir mal gucken, was da drin ist. Ich befürchte ja schon Schlimmstes. Ich erinnere mich. Ach du, das war die Stelle hier. Nehmen wir erstmal das schöne Geld mit. Und dann ist hier Rolle des Eispfeils eine Truhe. Ein Bauplan für Stahlschuhe. Nehme ich mit 4 Groschen, Silberkerzenständer, Winkeleisen. Eigentlich alles. Weißt du was? Bringt mir das was? Ich nehme es einfach mit. Dann gehe ich hier schon mal wieder rein. Hm? Ja, die einzigen Sachen, die nichts bringen, sind die Becher und die Laterne, weil die einfach zu wenig wert sind. Hier knetert es überall. Da, mittlerer Rucksack. Den brauche ich. Kann es sein, wenn ich diese Zettel habe, dass ich den dann bauen kann? Das müssen wir gleich mal ausprobieren. Ich habe ja Leder mitgenommen. Schere. Genesungstrank. Da oben ist ein Eimer. Ich mach mal kurz die Blitze weg. Das knistert mir gerade zu viel. Ist hier noch irgendwas? Hier sind ein paar Pfeile. Knochenmehl. Teller. Hier sogar ein bisschen was vom Skelett. Okay. Da unten könnten jetzt Skelette auf uns warten. Ich duck mich mal. Geh mal ganz sachte hier um die Ecke. Ist da wer? Hallo? Was bewegt sich? Wir schleichen uns mal hier runter. Ich werde den Zauber schon mal vorbereiten. Ich habe die gerade beide besiegt? Dein Ernst? Alter, ich bin zu stark geworden. Mal ganz im Ernst. Zerstörtes Buch. Vielleicht finde ich ja hier noch ein paar Bücher. Apropos Bücher. Ich glaube, ich werde heute das erste Buch vorlesen. Weil heute scheine ich ja doch etwas besser lesen zu können. Das ist auch immer so ein bisschen tagesabhängig. Oh. Da darf ich nicht drauf drücken. Fleischloser verlorener Knochenmehl. Hier ist der andere. Ne, den hatte ich. Da, Knochenmehl und 51 Eisenpfeile. Ich weiß gar nicht, was ich mit diesen ganzen Pfeilen eigentlich machen soll. Novize. Moment mal. War da was? Es war mir so, als hätte ich was gesehen. Ja! Tür ist offen. Open the door. Hua! Alter! Hilfe! Hilfe! Ich könnte dafür schwören. Ich schwöre, ich glaube... Ich habe mich beim letzten Mal hier auch total erschreckt. Boah! Schade!
Warum hat man das jetzt nicht gesehen aus der Sicht, aus der Perspektive des Verlorenen? Schade, aber wir haben ihn besiegt. Oh, ich habe bestimmt beim letzten Mal hier auch Rotz und Wasser geschwitzt. Ah, und hier kam die Geschichte mit der guten Morgenluft. Warte, pass auf. Ein Schädel, das geht ja noch. Eine Kappe geht auch noch. Es muss doch hier mal irgendwas... Weizen. Natürlich, das ist bestimmt auch schon total alt. Die Ohren ist leer. Wenn man lesen kann, ist klar ein Vorteil. Papierrolle. Knochenmehl. Her damit. Lehrersarg. 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 Ein Sarg. Alter Stoff. Hm. Diesmal ist irgendwie alles das drin, was man so erwartet in einem Sarg. Und hier ist wieder eine Tür, die man aufknacken kann. Boah. Mit dem dritten... Oh, hi. Na los. Traut euch. Moment. Ich habe keinen Mana. Wir haben so viele Tränke, von daher... Können wir uns da mal was geben? So. Nummer 1. Wo ist Nummer 2? Ah, weißt du was? Ho! Und jetzt Schlag zu! Oh! Ja! Oh. Das hat mir jetzt aber Leben gekostet, ne? Weißt du was? Wir essen mal eben was. Weißt du, hier unten ist es so bequem und gemütlich. Da setzen wir uns doch einfach mal hin und essen einfach mal ein gebratenes Geflügel. Irgendwas Geflügelmäßiges. Weil hier macht man ja gerne Pause, ne? So, was haben wir denn hier? Ahnenrufen, Stufe 1. Ich glaube, das Buch habe ich tatsächlich noch nicht. Oh. Robe der inneren Flamme. Das klingt interessant. Knochenmehl. Hier ist ein Sarg. Knochenmehl. Hier, Silberamphore. Die nehme ich mit. Die könnten wir vielleicht sogar gebrauchen. Ich weiß es nicht. Probe der inneren Flamme und der Kälte. Jetzt wollen wir mal gucken. Probe der inneren Flamme. Wo ist sie? Da, Probe der... Die bringt nochmal 2 Punkte mehr Rüstungswert. Elementarzauber kostet 6% weniger Mana. Mana regeneriert 8 Punkte schneller. Her damit. Ziehen wir an. So, und dann haben wir noch irgendwas mit dem Helm. Da kriegen wir auch nochmal 5 Rüstungswert. Erhöht Frostresistenz um 30%. Ein Set-Bonus wurde aus einem Zauberbuch entfernt. Egal. Ich sehe irgendwie ganz schön gefährlich aus. Vor allen Dingen total vertrauenserweckend. Mal ganz im Ernst, würdest du diese Frau ansprechen wollen? Ich glaube nicht. Naja, ist ja auch egal. Wir sind jetzt erstmal stark. Vor allen Dingen gut in der Verteidigung, weil die Rüstungswerte gut sind. Das heißt also, wir können jetzt hier wieder ganz getrost rausgehen. Moment, wir müssen da noch rein. Warte. Elementarzauber. Nee, das ist, glaube ich, kein Elementarzauber. Das ist Lichtzauber. Sarg. Schädel. Achso, der war ja auch leer. Ach du Scheiße! Warum sind das so viel? 2 Stück sind schon genug. Ui! Ui, das habe ich mir jetzt aber verdient, nochmal eine Stufe aufzusteigen. Hast du das gerade... Wie der die Tür rausgeflogen ist. In den anderen Raum. Mensch! So sieht man selten.
Ihr seid auf Stufe 9 aufgestiegen. Ihr habt 5 Lernpunkte, 3 Handwerkspunkte und einen Erinnerungspunkt erhalten. Derzeitige Attribute, ja, was wollen wir denn diesmal nehmen? Lebensenergie ist ja eigentlich schon ganz okay. Die Mana müssen wir noch weiter nach oben kriegen. Komme, was da wolle. Wir wollen ja die Magie verbessern. Deswegen müssen wir das mal machen. Und der hat auch Knochen mehr dabei. Ich werde gleich meine Attribute auswählen für die... Uah! Alter! Das liegt hier so bescheiden, dass man da drüber fliegt. Lähmungsgift. Nimm was mit. Magieschutztrank. Auch nicht schlecht. Jo, jetzt müssen wir hier erstmal wieder einen Sarg finden. Da. Enderalgroschen, 4 Stück. In dem Sarg ist nix. In dem ist auch nix. Vielleicht in dem. Zerstörtes Buch. Das kann man schlecht lesen. Oh, Backe. Verstärkter Lederschild. Nimm mal mit. Panik. Rang 1. Nehme ich auch mit. Und da. Schleier des rätselhaften Nomaden. Set-Gegenstand. Ich nehme es mal mit. Man weiß ja nie. Goldbeutel. Diesmal waren 6 Groschen drin. Silberner Kerzenständer. Genesungstrank. Eine Stahlaxt. Ich habe ja im Moment genug Traglast. Den Kelch nehmen wir noch mit. Den Magieschutztrank und die Ohren ist natürlich leer. So. Was bringt das denn? Erhöht Mana um 3 Punkte, Elementarzauber kosten 2% weniger, Entropiezauber kosten 2% weniger. Das klingt eigentlich ganz interessant. Ist leichte Rüstung. Nehmen wir aber nicht. Moment. Stiller Schritt des Rattenfängers. Das ist bestimmt eine Diebeskluft. Das sieht bestimmt auch mega aus. Könnte ich mir vorstellen. So, dieses Mal, man mag es kaum glauben, aber wir haben hier keine guten Morgenluft gefunden in den Särgen. Beim letzten Mal war das hier alles voll damit. Haben die das vielleicht gefixt? Es kann natürlich sein, dass sie das jetzt gefixt haben, dass es in Särgen nicht mehr so unbedingt spawnen soll. Weil jedes Mal, wenn man das Spiel spielt, irgendwas anderes da drin zu finden ist in den Kisten, finde ich gut. Moment, lag hier was? Naja, gehen wir mal wieder raus. Und jetzt will ich das mal probieren. Da hinten bei der Schmiede. Da laufen wir jetzt mal hin. Weil ich da nämlich jetzt mal probieren will, ob ich jetzt diesen neuen Rucksack machen kann. Weil das wäre ja jetzt mal mega, wenn wir das machen könnten. Weißt du, was ich jetzt auch mache? Wenn wir schon mal dabei sind. Oh. Jetzt war ich ein bisschen zu gierig. Eigentlich kann der Harnisch wieder weg. Das sind 36. Was habe ich denn jetzt aufgesammelt? Vagabund, ne? Irgendwas habe ich aufgesammelt. Hier, das habe ich aufgesammelt. Boah. Jetzt ist wieder leicht genug. Da sieht man mal, dass Rüstung ziemlich viel wiegt. Vielleicht muss das Zeug dann gleich wieder loswerden. Mal sehen, kann ich hier noch was mitnehmen? Was vielleicht nicht zu schwer ist. Mist. Pack mal den Bogen wieder weg. Langbogen. So. Jetzt können wir weiterlaufen. So, und jetzt will ich mal gucken. Weil ich habe ja jetzt quasi die Bauanleitung mit. Wo konnte ich denn das machen? War das hier? Kleiner Rucksack. Wie kann ich denn... Wollen wir mal eben hier... Wo war denn das jetzt? Hier. Wie kann ich denn die Baupläne verwenden? Das würde mich mal interessieren. Mal ganz im Ernst. Ich habe den Bauplan für einen mittleren Rucksack. Ach, da steht's ja. Handwerk. Stufe 25 erforderlich.
Aha. Welche Stufe habe ich? Mal gucken. Handwerk. 17. Okay. Da fehlt noch ein bisschen. Und was wir jetzt mal machen könnten, sind die ganzen Lehrbücher. Einhandkampf. So, von 1 auf 18 erhöht. Und jetzt einmal... Juppie! Einmal kurz meditieren. Und mal kurz gucken, was wir uns für eine schöne Fähigkeit dazu holen wollen. Das war Magie, ne? Tiefenkonzentration. Konzentration. Da wollte ich, glaube ich, hoch. Elementarlehrling. Beziehungsweise... Ich hatte hier weitergemacht... Feuerpfeil, das klingt natürlich nicht schlecht. Gewährt euch eine Handvoll Feuerpfeile, die beim Aufprall detonieren und Feuerschaden anrichten. Das wäre das Adlerauge. Wenn ihr während des Ziehens blockt, könnt ihr somit heranzoomen. Weil hier gibt es dann nämlich Diebeslehrling. Gesellenschlösser sind unknackbar. Weißt du, deswegen will ich das ja eigentlich machen, damit ich die Schlösser alle knacken kann. Und dann gibt es hier halt die Experten-Schlösser und dann die Meisterschlösser. Konzentration. Bögen verursachen 20% mehr Schaden, solange eure Ausdauer über 50% beträgt. Ui, das heißt also, ich ziehe da, überspanne den Bogen quasi. Wenn man das jetzt mal so auf Deutsch übersetzt. Feuerpfeile. Komm, wir nehmen Feuerpfeile. Einer verbleibt. Ich hab noch einen. Na, her damit. Dann habe ich also schon einmal das nicht gemacht. Schnellschuss? Ihr könnt Bögen um 30%... Wow. Schneller spannen. Das finde ich ja super. Abguss. Verleiht euch automatisch ein Abbild des Schlüssels eines geknackten Schlosses. Hä? Was bringt mir das? Kann ich dann etwa den Schlüssel kopieren und dann, wenn ich Glück habe, habe ich zweimal dieselben Schlösser? Oder was soll das heißen? Ich weiß es nicht. Weitläufer. Ihr könnt von fortan mit schussbereitem Bogen schneller laufen. Das ist auch nicht schlecht. Naja, ich will jetzt mal gerade den Bogen nehmen und will mal schießen. Weil die Feuerpfeile werden sich ja bestimmt wieder auffüllen mit der Zeit, oder? Hä? Was war denn das gerade? Hä? Ich weiß ehrlich gerade nicht, was das war. Irgendwie war... Ich hätte mal schießen sollen. Oh, guck mal, hier ist eine Kuh zwischen. Hallo Kuh! Na, wie geht's? Okay, die kaut ganz fröhlich vor sich hin. Genussvoll vor sich hin, wollte ich sagen. Ach, ist das nicht schön hier. Wir werden uns jetzt hier noch ein bisschen umgucken. Wo wollte ich denn überhaupt hin? Ach so, das will ich ja gar nicht mehr machen. Die Schraube, Hut und Fusch AG aufsuchen nach Arbeit fragen. Das könnten wir eigentlich machen. Der Wanderer erzählt von einem neremischen Feuerspucker mit schmutzigen Tricks verbannt. Da, wenn ich in innerer Wildnis überleben will, muss ich meine Fähigkeiten ausbauen. Vielleicht kann ich in Bibliotheken, Ruinen oder durch Gespräche hilfreichen Hinweise erhalten. Was? Hilfreichen Hinweise erhalten? Das N hätte ja weggekonnt. Das hätte hilfreiche Hinweise erhalten. Ist ja kein Wunder, dass ich das immer falsch alles lese. Alles falsch lese hier. Also, nee. So, was haben wir denn hier? Wildmagier Bertholds
den Schlitzer zur Strecke bringen. Das könnten wir eigentlich mal machen. Gesucht in Ark. Der wegelose Bertulus, der Schlitzer, wird wegen Glimmerstaubhandel und dem Tempelschändungen, wegen Tempelschändung gesucht. Er gilt als trinkfest, ist Wildmagier und wird in einem Wildmagier versteckt im Herzland vermutet. Ich muss ihn töten, um das Kopfgeld zu kassieren. Was ist denn hier eigentlich die Hauptquest? Mittlerweile weiß ich das schon gar nicht mehr. Fünf Hammervogeleier, okay. Wir haben schon, glaube ich, drei, wenn ich mich noch richtig dran entsinne. Gnadeif muss sterben. Okay, das ist jetzt leider ein bisschen spät dafür, noch ein bisschen früh dafür. Ich weiß echt nicht, was ich jetzt noch machen soll. Also, was jetzt hier vor allem die Hauptquest ist. Das hier ist es. Nee, das ist es auch nicht. Mythen und Legenden. Auf meinen Reisen stieß ich auf die Bücherreihe des alten inneralischen Erzmagisters Gawain Girtu. Darin führte er Legenden über Kreaturen auf, die das Land seit geraumer Zeit durchstreifen. Wer weiß, vielleicht hat die ein oder andere ja einen wahren Kern. Okay, diese Geschichte müssten wir eigentlich mal lesen, ne? Wir machen mal... Ne, Flussheim ist zu weit weg. Der größte Eiersucher aller Zeit. Gnadeif muss sterben. Gesucht in Ark. Das hier ist die Hauptquest. Wellenzähm. Genau. Aber man erkennt das übrigens auch daran, wenn es die Hauptquest ist, dass hier oben die Drachenköpfe sind. Weil alles andere... hat nämlich entweder dieses Wappen oder es hat das Skyrim-Zeichen. So kann man das ganz leicht entziffern. Ich würde ja eigentlich sagen, wir machen tatsächlich... Wo ist es denn jetzt? Viel zu lange in diesem Menü. Wellenzähm. So. Dann suchen wir nämlich mal nach der. Aber erst einmal gucken wir uns hier schön um. Und ich möchte hier gerne mal auf diesen Turm. Um einfach mal die Aussicht zu genießen. Okay. Von wegen Aussicht genießen. Da, da, da. Da, da, da. Ach, ich liebe diese Musik einfach. Wir gucken uns hier einfach mal ein bisschen um. Das scheint hier da... Warum stehen denn hier alle so... Ich weiß nicht, so trostlos in der Gegend rum. Bewegt euch doch mal. Ark Fischerhütte. Na gut, gucken wir uns mal die Fischerhütte an. Wir müssen ja auch übrigens noch nach Symbolen suchen. Und hier könnten vielleicht welche sein. Aha. Ob es hier wohl Fisch gibt? Nee. Die haben alles andere auf dem Tisch, aber keinen Fisch. Ist ein schöner Kamin. Da sind ein paar Bücher. Komm ich da hin? Nee. Was hat denn der da drin? Der Pfad. Buch. 3. Die Götter. Wer weiß, was das für ein Buch ist? Wie viel Geld habe ich? 900. Ich glaube, ich könnte mir tatsächlich auch jetzt ein Haus kaufen. Wenn ich das jetzt mal richtig vermute. Aber ich glaube, hier drinnen gibt es nicht wirklich was, ne? Gehen wir mal da hoch. Ah. Hier gibt es wieder ein paar Bücher. Der Kirschner und die Wildmagie. Was haben wir hier? Ach du Schande, ist das klein. Lyrische Ergüsse und andere Fluide. Ein Leitfaden zu Prinz Misposie. Poesie heißt das. Und da, der Pfadbuch 9, das Fundament. Da gibt es auch eine Menge Bücher von der Pfad. Was haben wir hier noch? Da, das Leben des Turgan.
Wisperzunge, Band 4. Also ich bin irgendwie neugierig, was in diesen Büchern steht. Genesungstrank. Weißt du was, wir gehen. Wobei ich könnte einfach die Bücher klauen, aber ganz im Ernst. Ich möchte eigentlich jetzt nicht... Was war das? Das hat sich gerade merkwürdig angehört. Hast du das gerade gehört? Dieses... So, als ob hier irgendwo ein Blitz eingeschlagen ist. Ein Gold... Den darf ich mitnehmen? Dann nehme ich ihn mit.